schon mal. Meine. Sie sind nicht schlimm. Bitte? Ich frage mal, wer will. Ich weiß nicht mehr. Wer ist denn? Tobias. Wir haben jetzt 16 Uhr. Frau Faulhaber. Na. So, jetzt sind wir komplett. Machen wir so. Dann kann ich eine Stunde ja. Premiere. Frau Faulhaber hat Premiere. Nein. Das wird nicht machen. Mach was. Das ist ärgerlich für mich. Sie hat schon mal okay. gesessen. Ich meine sehr schon mal gut, mehrfach, jetzt schon. Hier gibt es ja Wortmissverständnisse. Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich öffne die Sitzung nach der Mittagspause. Und wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 6, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion Die Linke für ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum, Drucksache 19/4041. Es soll in den ULA gehen, das Gesetz nachher nach der ersten Lesung. Vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Ich erteile das Wort dem Herrn Abg. Schaus für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir erleben heute eine Premiere in diesem Haus. Wir sahen uns nämlich leider dazu gezwungen, unseren ursprünglichen Gesetzentwurf gegen Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum nach viel Hin und Her hinter den Kulissen gänzlich zurückzuziehen, um ihn heute erneut in erster Lesung einzubringen. Wie Sie sich erinnern, fand zu unserem Gesetzentwurf bereits im Juni dieses Jahres eine Expertenanhörung im Umweltbauausschuss statt. Dort fand unser Gesetzentwurf breite Zustimmung unter den Anzuhörenden. Es gab aber auch einige wichtige Anmerkungen, die wir mit einem Änderungsantrag zu unserem eigenen Gesetzentwurf aufgreifen wollten. Leider wurde uns dies ohne nachvollziehbare Begründung von den Koalitionsfraktionen verweigert. Ein parlamentarischer Stil, Herr Bellino, über den wir gemeinsam noch weiter nachdenken sollten. Denn wir haben uns bisher auch nicht gesträubt als Fraktion, wenn Sie gekommen sind und haben gesagt, wollen wir denn nach Fraktionen abstimmen, weil an der Stelle Sie sozusagen sonst keine Mehrheit hatten. Und das ist durchaus ein vergleichbares Verfahren. Sie hätten die Größe haben können, aber die haben Sie ja leider nicht, herzugehen und zu sagen, natürlich lassen wir den Änderungsantrag der LINKEN zu Ihrem eigenen Gesetzentwurf passieren. Dann können Sie es ja endgültig ablehnen in geänderter Form. Aber diese Größe haben Sie leider nicht. Und insofern, ja, Sie können ihn auch jetzt, ja, wenn Sie mir zeigen, was Sie sozusagen, wie kleinkariert Sie hier Politik machen wollen, dann beweisen Sie das an dieser Stelle. Da fordere ich Sie richtig so auf. Ja, dann machen Sie das gleich. So. Herr Kollege, bitte. Herr Kollege Bellino, das Wort hat ausschließlich der Abg. Schaus. Bitte schön. Herr Bellino, wir haben drei. Für uns sind Anhörungen von Experten keine lästige Pflicht, sondern demokratischer Dialog. Wir nehmen die Experten und ihre Anregungen deshalb auch sehr ernst. Da uns also mit der Koalitionsmehrheit verwehrt wurde, unseren schon guten Gesetzentwurf mit den Anregungen der Experten noch weiter zu verbessern, haben wir uns zu diesem Schritt leider entscheiden müssen. Anmerkung: Wir wären schon durch, Herr Bellino, wenn Sie nicht blockiert hätten. Dann hätten wir heute z. B. in zweiter Lesung endgültig entscheiden können. Da ich die wesentlichen Argumente unseres Gesetzentwurfs bereits in der Plenarwoche im Februar vorgestellt habe, möchte ich dies heute nicht wiederholen. Ich empfehle Ihnen also, meine damalige Rede noch einmal zu lesen und beschränke mich auf die vorgenommenen Änderungen. Wir haben aus der Anhörung im Juni 3 Anregungen zum neuen Gesetzentwurf aufgenommen. So haben wir in § 1 einen Halbsatz herausgestrichen, bei dem der Hessische Städtetag Bedenken hatte und ein dauerhaftes Rechtsstreitrisiko sah. Einer Anregung der Kommunalen Spitzenverbände folgend wollen wir in § 5 die Möglichkeit zur Einführung entsprechender Satzung zur Beschränkung der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnung nun für alle hessischen Kommunen ermöglichen.
also auch denen eine Möglichkeit geben, die nicht unter die Kappungsgrenzenverordnung fallen. Ebenfalls geändert wurde von uns der Zeitraum zum sanktionsfreien Leerstand in § 4. Der Mieterbund hat auf die Vielzahl der Ausnahmetatbestände im Gesetz hingewiesen und deshalb angeregt, den Zeitraum von 6 auf 3 Monate zu verkürzen. Meine Damen und Herren, unser gesamter Gesetzentwurf orientiert sich im Wesentlichen an den bestehenden Regelungen in Bayern und beinhaltet zudem Elemente aus den Regelungen in Berlin. Wir müssen das Rad also gar nicht neu erfinden, sondern können auf bestehende gesetzliche Regelungen in anderen Bundesländern zurückgreifen. Wir möchten mit unserem Gesetzentwurf, wie schon beim Wohnraumförderungsgesetz und der Fehlbelegungsabgabe, einen weiteren Schritt hin zu einer ausreichenden Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum in ganz Hessen gehen. Die Wiedereinführung eines Gesetzes gegen Leerstand und Zweckentfremdung wäre ein wichtiger Schritt für eine schrittweise Verbesserung der Wohnungssituation. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Lenders für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich finde, wenn man sich so die letzten Legislaturperioden anschaut und wie der Hessische Landtag sich dann einen Ruf erarbeitet hat, das härteste Parlament in Deutschland zu sein, da sind wir doch in dieser Legislaturperiode deutlich besser geworden. Wir haben in dieser Legislaturperiode, ich wüsste jetzt nicht, dass wir schon einmal einen Ältestenrat hatten, also ich meine, da kann ich mich an andere Zeiten erinnern. Und, meine Damen und Herren, natürlich ist es auch eine Frage von Stil und Umgang miteinander. Wir haben zwei kleine Fraktionen, die es ohnehin schon schwierig genug haben, Gesetzesvorlagen zu erarbeiten, auch wenn DIE LINKE mit ihrem Gesetzesvorhaben uns jetzt, glaube ich, das fünfte Mal beglückt. Das macht es jetzt in der Inhalt nicht wirklich besser, aber wir als FDP-Fraktion hatten schon Verständnis dafür, dass die Linksfraktion das Ansinnen hatte, ihren eigenen Gesetzentwurf dann noch einmal substanziell zu ändern. Auch wir waren schon einmal in der Situation, das war beim Ladenschlussgesetz, dass wir in einer Situation waren, wo wir einen Änderungsantrag eingebracht haben. Wir haben an der Stelle damit leben können an der Stelle, weil es nicht so substanziell den Gesetzentwurf verändert hat. Aber wir haben in der Sache damit leben können, dass die Mehrheit auch unseren Änderungsantrag damals nicht zugestimmt hat. Aber, meine Damen und Herren, ich finde, wir sollten uns jetzt nicht schlechter reden, als wir sind, und uns jetzt hier irgendwo, wie das der Herr Schaus jetzt wieder gemacht hat, den Herrn Bellino hier irgendwas vorwerfen. Ich glaube, dass wir im Moment ganz gut mit der Situation auch umgegangen sind. Und ich bin sehr dankbar, dass uns die Landtagsverwaltung auch einen Auszug gebracht hat, resultierend aus der Frage, was im Ältestenrat diskutiert worden ist, dass auch andere Parlamente genauso damit umgehen. Ich finde, dann ist es Großzügigkeit hätte es gegeben, freiwillig, dass man den Änderungsantrag von den LINKEN hätte passieren lassen. Jetzt kommen wir noch einmal in einen neuen Kreislauf für das Zweckentfremdungsgesetz. Es wird es auch nicht besser machen, aber wir sind hier wirklich in gutem Geleitzug mit guter Tradition, auch in anderen deutschen Parlamenten. Und von daher denke ich, haben wir hier richtig gehandelt. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Kollegin Feldmayer für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, der beste Umgang mit einem Gesetzentwurf und einem Änderungsantrag und einem neu angebrachten Gesetzentwurf ist, dass man inhaltlich dann auch etwas darauf eingeht. Das möchte ich hiermit tun. Ich glaube,
Das ist das Wichtigste, was wir machen können. Alles andere, was die Formalien angeht, akzeptieren oder nehmen wir jetzt einen Änderungsantrag an, für den wir sozusagen, den wir nicht gut finden, um dann sichtbar zu machen, welche Änderungen eingehen. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen, wie es jetzt gemacht worden ist, ihn zurückzuziehen und neu einzubringen. Also von daher finde ich, braucht es keine Aufregung zu geben. Unserer Meinung nach ist es richtig, gegen Leerstand und Zweckentfremdung vorzugehen. Das haben wir auch das letzte Mal gesagt in der Debatte zu diesem Thema. Dort, wo es problematisch ist, wo Zweckentfremdung vorherrscht und wo Leerstand vorherrscht, auch das haben wir das letzte Mal in der Plenardebatte gesagt. Unserer Meinung nach ist es aber nicht zielführend, hier ein Gesetz zu bringen, das sozusagen das Kind mit dem Bade ausschüttet. Die Kommunen haben auch in der Anhörung gesagt, dass es vielfach Möglichkeiten gibt, gegen Leerstand und Zweckentfremdung vorzugehen. Zum Beispiel in Frankfurt haben wir Probleme mit einem, sag mal, Anbieter von Ferienwohnungen, die dann, diese Ferienwohnungen sind dann dem Wohnungsmarkt entzogen. Dort gibt es Möglichkeiten, dort hat man sehr, sehr viele Wohnungen wieder zum Zwecke des Wohnens zurückgewonnen, indem man dagegen vorgeht. Also diesen Spielraum gibt es. Und die Anhörung hat auch gezeigt, dass das Problem des Leerstands, das Sie in Ihrem Gesetzentwurf benennen, so gar nicht vorherrscht. Ich sage mal, in den Ballungsräumen, vor allen Dingen in Frankfurt, gibt es dieses Problem gar nicht. Und bei dem Thema Zweckentfremdung, Sprichwort Umwandlung von Wohnungen in Gewerbe, ist es eher umgekehrt, dass wir sozusagen viel, viel Leerstand haben von Gewerbeflächen und wir im Moment dabei sind oder dabei auch Förderprogramme entwickelt haben, diese Gewerbeflächen in Wohnraum umzuwandeln. Also von daher geht das Gesetz an der Intention vorbei. In der Anhörung wurde auch gesagt, also Sie haben jetzt gerade von einem wichtigen Schritt gesprochen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Auch das ist unsere Intention, mehr bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen in Hessen. Aber in der Anhörung wurde auch gesagt, es ist ein kleiner Schritt. Ein kleiner Schritt, das waren, sage ich jetzt mal, die wohlwollenden Stimmen. Einige haben auch gesagt, das Gesetz hilft nichts, aber es hat auch nichts. Von daher, glaube ich, sollten wir unsere Anstrengungen in eine ganz andere Richtung lenken, meine Damen und Herren. Also das Gesetz, der Gesetzentwurf hat uns nicht überzeugt. Auch die Änderungen, die Sie jetzt mit dem neuen Entwurf eingebracht haben, sind nicht zielführend. Ich glaube, sie gehen auch so weit, dass sie auch nicht mehr dazu führen, mehr bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen, sondern ich glaube, das wird auch sehr, sehr schwierig. Also mit dieser 3-Monats-Frist, also Sie hatten vorher gesagt, nach 6 Monaten wird es festgestellt, dass eine Wohnung unrechtmäßig leer steht, jetzt 3 Monate. Ich glaube, das ist sehr schwierig. 3 Monate, diese 3-Monats-Frist, also das könnte schon den ein oder anderen Hausbesitzer unbeabsichtigt auch in eine Notlage bringen. Das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Außerdem haben Sie anfangs in Ihrem alten Gesetzentwurf das Gebiet der Kappungsgrenzverordnung gehabt und hatten das dann auch sozusagen den Kommunen freigestellt, ob sie von diesem Gesetz Möglichkeit Gebrauch machen oder nicht. Das haben Sie jetzt noch einmal, ich sag mal, geändert, verschärft. Auch das geht in eine falsche Richtung, und auch deshalb überzeugt uns dieses Gesetz nicht, meine Damen und Herren. Stattdessen, und das haben wir auch schon mehrfach dargelegt, müssen wir darauf setzen, was sind die guten, was sind die wichtigen, was sind die richtigen Instrumente, um schnell bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Da haben wir z.B. das Kommunale Investitionsprogramm für bezahlbaren Wohnraum. Das verschafft den Kommunen großen Spielraum, z.B. um das Problem der Gewerbeflächen, von denen ich gerade gesprochen habe, der vielfach leerstehenden Gewerbeflächen anzugehen, indem man nämlich den Kommunen die Möglichkeit gibt, diese Gewerbeflächen umzubauen in bezahlbaren Wohnraum, in Sozialwohnungen. Ich glaube, genau das, was wir hier tun, an dieser Stelle geht in die richtige Richtung, meine Damen und Herren. Gestern hatten wir noch einmal in den Haushaltsberatungen dargelegt, dass bis 2019 1,2 Milliarden € für bezahlbaren Wohnraum bereitgestellt werden. Das ist eine riesengroße Summe. So viel Geld war noch nie da gewesen, um Wohnungen zu schaffen, um Sozialwohnungen zu schaffen, um Wohnungen für mittlere Einkommen zu schaffen und um Studierendenwohnungen zu schaffen. Ich glaube, damit ist die Landesregierung auf einem richtigen Weg. Es ist schon viel geschafft worden in diesen 2,5 Jahren.
und in diese Richtung werden wir auch weitergehen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abgeordneter Siebel für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nachdem DIE LINKE über Formalismen und die FDP am Anfang über die Frage, ob das Parlament hart oder nicht hart sei, gesprochen hat, will ich mal ein bisschen über die Sache reden. Martina, du hast auch schon. Nein, nein, du hast auch über Wohnungsbau und Zweckentfremdung gesprochen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befassen uns erneut mit dieser Initiative der LINKEN zum Thema Leerstand und Zweckentfremdung. Ich will das nur noch einmal für die Gäste bei uns sagen. Es gab bis 2004 ein Gesetz, das die Zweckentfremdung von Wohnraum, das heißt die Umwandlung von beispielsweise von Wohnungen in Büroflächen untersagt hat. Wir haben ein Problem mit leerstehenden Wohnungen. Es gibt ein paar Menschen, die lassen Wohnungen leer stehen, und sie stehen dem Wohnungsmarkt nicht zur Verfügung. Unser Problem ist jetzt, wie gehen wir damit gesetzlich um. Die SPD hatte ihrerseits Anfang des Jahres eine Initiative eingebracht, dass die Landesregierung aufgefordert wird, eine Milieuschutzsatzung einzubringen. Ich will noch einmal kurz beschreiben, worum es bei dieser Verordnung gegangen ist, die unsere Idee dazu war. Diese Verordnung sollte auf den Regelungen zum Erhalt baulicher Anlagen und der Eigenarten von Gebieten, also einer Umwandlungsverordnung nach § 172 des Baugesetzbuches, begründet werden. In Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten und damit in den Orten, in denen die Mieten überdurchschnittlich hoch sind, wird diese Situation zusätzlich durch die Umwandlung von Wohnraum in Eigentum verschärft. Wir haben mittlerweile die Mietpreisbremse, die vom Ministerium ja auch umgesetzt worden ist. Eine Milieuschutzsatzung hätte und könnte zusätzlich dämpfend auf die Entwicklung der Mieten auch wirken. Diesem Vorschlag wollten die regierungstragenden Fraktionen nicht folgen, obwohl dieses Mittel sowohl in Berlin als auch in Hamburg erfolgreich angewandt wurde. Es verwundert mich auch deshalb, dass Sie dieser Idee nicht näher getreten sind, weil die Fachleute zumindest aus dem Amt für Wohnungswesen der Stadt Frankfurt es auch für eine durchaus praktikable Idee gehalten haben. So, jetzt geht es um die Frage und um den Streit in der Sache, brauchen wir vor dem Hintergrund dessen, was wir so vergegenwärtigt haben, in den Gebieten, in denen wir prekäre Wohnungsmärkte haben, brauchen wir ein solches zusätzliches Mittel oder brauchen wir es nicht? Frau Feldmayer, Sie haben ja noch einmal gesagt, wir haben ausreichende Regelungen im Baugesetzbuch, die dazu führen, dass wir entsprechend agieren können. Da möchte ich Ihnen einmal das entgegenhalten, was Frau Mayer-Sienle in der Anhörung am 6. Juni zu diesem Thema gesagt hat, bezogen auf Frankfurt. Sie kommen aus Frankfurt, Sie kennen sich da gut aus. Sie sagte, ich darf zitieren, die Außerkraftsetzung des Gesetzes von 2004 zum Verbot der Wohnraumzweckentfremdung erfolgte mit der Begründung, dass sich der Wohnungsmarkt entspannt habe und sich weiter entspannen werde. 12 Jahre danach wissen wir, dass das im Rhein-Main-Gebiet nicht der Fall ist und dass es auch so nicht eingetroffen ist. Für Frankfurt am Main kann ich sagen, wir haben eigentlich alle möglichen gesetzlichen Regelungen, die untermauern, dass Frankfurt ein Gebiet mit erhöhtem Wohnungsbedarf und einem Bereich mit verlängerten Kündigungsbeschränkungen und ein Gebiet mit reduzierter Kappungsgrenze ist. Deswegen liegt eine besondere Gefährdung der Versorgung der Bevölkerung vor. Sie sagt dann weiter, als es das Verbot der Wohnraumzweckentfremdung noch gab, haben wir innerhalb von ungefähr 30 Jahren fast 9.000 Wohnungen aus der zweckentfremdeten Nutzung zurückgewinnen können und wieder für das Wohnen nutzen können. Und Frau Mayer-Sienle sagte zu dem Thema der Relevanz und der Wirkung von baurechtlichen Vorschriften, es wird immer gesagt, es gebe ja die baurechtlichen Vorschriften. Auch das stand damals in der Begründung der Abschaffung des Gesetzes. Bei ungenehmigten Nutzungsänderungen von Wohnungen in Richtung nicht wohnlicher Nutzungen kann eine Genehmigung der Bauaufsicht beantragt und eingeholt werden. Die Vermietung beispielsweise als Boardinghouses ist auch keine Zweckentfremdung von Wohnraum. Diese steht aber Familien usw. nichts zur Verfügung. Ganz gravierend sind die Leerstände.
Da kann baurechtlich überhaupt nicht eingegriffen werden. Wir haben sehr viele Leerstände und so weiter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn sozusagen die fachliche Beratung aus dem Bauamt der Stadt Frankfurt das in dieser drastischen Form ausführt, dass wir Leerstände haben und das zweckentfremdet wird, kann ich es nicht verstehen, warum Sie und warum die Hessische Landesregierung an diesem Punkt sich so sperrt und nichts unternehmen will, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin ja gerne bereit, das abzuwägen. Wir wollen Milieuschutzsatzung. Die Koalition hat es abgelehnt. DIE LINKE will die Wiedereinführung der Wohnraumzweckentfremdung. Dies hat die Koalition abgelehnt. Liebe schwarz-grüne Koalitionäre, das, was Sie hier machen und gemacht haben mit dem alten Gesetz und was Sie auch machen werden mit dem neuen Gesetz, das ist demokratisch und das ist insofern legitim. Aber ich sage Ihnen, politisch ist es wirklich ein Desaster. Sie können, Herr Kollege, Sie können, bitte kommen Sie zum Schluss. Ich bin mitten im letzten Satz. Sie können nicht gegen alles sein, was Leerstand und Zweckentfremdung verhindert, aber ihrerseits keine Alternativen vor dem Hintergrund objektiven Datenmaterials vorlegen. Dazu fordere ich Sie auf, wenn Sie schon meinen, Milieuschutz ist nichts und Zweckentfremdung ist nichts, dann schlagen Sie einfach etwas anderes vor. Darauf warten wir höchst gespannt. Danke schön. Das Wort hat Herr Abg. Caspar für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! DIE LINKE legt jetzt erneut einen Entwurf vor zum Thema Wohnraumzweckentfremdung. Hierbei wird jedes Mal der Eindruck erweckt, als würde unsere derzeitige Rechtslage eine Wohnraumzweckentfremdung zulassen. Das stimmt nicht, denn da muss man nur in die Hessische Bauordnung schauen. Ein Gebäude und Einheiten in einer Gebäude sind genehmigt für eine bestimmte Nutzung, beispielsweise eine Wohnungsnutzung. Und wenn immer ein Eigentümer dies ändern will, muss er einen Bauantrag stellen. Und damit unterliegt es einem Genehmigungsvorbehalt. Insoweit kann die Bauaufsicht und Herr Siebel, Sie haben eben erklärt, eine Dame von der Bauaufsicht hätte das gesagt. Da darf ich Ihnen den Hinweis geben, das ist eine Dame vom Wohnungsamt. Wenn Sie einmal mit den Leuten von der Bauaufsicht gesprochen hätten, hätten Sie das wahrscheinlich, was Sie eben hier vorne gesagt haben, nicht gesagt. Aber wir haben insoweit rechtliche Instrumente, um das zu verhindern. Interessant ist aber doch, welche Auswirkungen hat denn tatsächlich die Aufhebung gehabt, dieses damaligen Gesetzes gegen die Wohnraumzweckentfremdung. Das Interessante ist, wenn Sie sich den Saldo anschauen, also auf der einen Seite Einheiten, die von Gewerbe in Wohnung umgewandelt wurden, und auf der anderen Seite von Wohnungen, die in Gewerbe umgewandelt wurden, dann stellen Sie fest, dass seit dem Zeitpunkt der Aufhebung der Saldo zugunsten des Wohnens sich verändert hat. Das zeigt doch, dass das damalige Instrument überhaupt nicht das erreichen konnte, was vielleicht beabsichtigt war, sondern das Problem ist, und das erleben wir auch momentan, wir haben in den Ballungsräumen zurzeit noch nie so viel Umwandlung von Gewerberaum in Wohnraum wie heute. Der Grund ist schlicht und einfach, dass die Investoren, die das machen, keine Angst mehr haben müssen, dass, wenn die Marktlage einmal eine andere ist, dass sie dann nicht wieder in die andere Richtung gehen können. Wir wollen ja, dass z.B. ein leerstehender Büroraum kurzfristig zu Wohnraum umgewandelt wird. Denn jeder kann nachvollziehen, wenn ich Wohnungen brauche und habe ein bestehendes Gebäude und das wird umgewandelt, dass der notwendige Wohnraum viel schneller zur Verfügung gestellt werden kann, als wenn ich erst ein Gebäude neu bauen muss. Insoweit ist es wichtig, dass wir solche Regelungen nicht haben und dass wir eben die Regelung haben, dass man heute als Investor mit einem leerstehenden Bürogebäude mit gutem Gewissen und ohne Sorge auf die Zukunft das in Wohnraum umwandeln kann, weil man weiß, wenn es einmal in die andere Richtung wieder gehen soll, dann geht es. Und man muss eben nicht, wie es
sonst der Fall wäre, das Gebäude leerstehen lassen oder temporär in welcher Form auch immer nutzen. Was auch nicht richtig ist, das ist die Aussage, dass Boardinghäuser keine gewerbliche Nutzung sind. Auch hier ist es so, dass die Auslegung der Bauaufsicht in Frankfurt die ist, dass wenn eben ein gewerblicher Wechsel von Mietern stattfindet und eine Vielzahl von Diensthaltungen vorgehalten wird, eher die Kriterien baurechtlich anzulegen sind wie bei einem Hotel und nicht bei einer Wohnung, sodass also auch das nicht ein Punkt ist, der greift. Kurzum, uns muss es doch darum gehen, dass möglichst viel Wohnraum zur Verfügung gestellt wird und nicht, dass durch Regelungen, wie sie jetzt von der Linkspartei mit diesem Gesetzentwurf wieder aufgerufen werden sollen, dazu führen, dass die, die investieren sollen und die zusätzlichen Wohnraum zur Verfügung stellen sollen, davon abgehalten werden. Deswegen werden wir den Gesetzentwurf ablehnen. Das Wort hat Frau Staatsministerin Hinz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Schaus hat ja schon begründet, dass der Gesetzentwurf vor allen Dingen aus formalen Gründen heute wieder neu eingebracht wurde. Über einen ähnlichen haben wir ja schon diskutiert hier im Plenum. Wir hatten eine Anhörung dazu. Jetzt liegt er leicht verschärft wieder hier im Landtag. Aber ich muss sagen, an der politischen nach der Anhörung, ja, ja, leicht verschärft liegt er jetzt hier wieder vor. Aber an der Bewertung meinerseits ändert sich da im Grunde nichts. Aus meiner Sicht ist das Zweckentfremdungsverbot nicht zielführend, um das Wohnungsangebot derzeit zu steuern. Das hat auch in der Anhörung das Institut für Wohnen und Umwelt aus Darmstadt so gesagt, das ja seit Langem die Wohnungspolitik begleitet, den hessischen Wohnungsmarkt begutachtet und ich glaube, über jeden Zweifel erst einmal haben ist, dass sie Gefälligkeitsgutachten machen. Auch viele weitere Institutionen lehnen den Gesetzentwurf ab, darunter auch der Hessische Städte- und Gemeindebund, z. B. Handwerkstag und andere Organisationen. Also, ich finde nach wie vor, dass das Zweckentfremdungsverbot ein wohnungspolitisches Instrument ist, das derzeit nicht in die wohnungspolitische Lage passt. Da hat Herr Caspar ja schon darauf hingewiesen, weil das ursprünglich einmal dazu gedacht war, dass Wohnungen nicht in Bürogebäude umgewandelt werden. Es gab eine Zeit, da ist das richtig manifest passiert, und es war gut, dass dann eine Bremse eingezogen wurde. Aber jeder, der ein Bürogebäude in einer Stadt hat, wo es Wohnungsdruck gibt, tut im Moment gut daran, dies umzuwandeln. Und da helfen wir ja teilweise auch dabei, mit unseren Darlehen und Zuschüssen dieses umzuwandeln in Wohnraum, weil der Eigentümer sehr viel mehr davon hat, weil er nämlich dann auch tatsächlich Geld verdient. Wir haben im Frankfurter Stadtgebiet schätzungsweise 1,5 Millionen Quadratmeter Bürofläche. Deswegen wird auch relativ viel umgewandelt, gerade wenn man sich die Bürostadt Niederrad anschaut. Da wird kräftig gebaut. Und auch die soziale Wohnraumförderung profitiert davon. Auch die Nassauische Heimstätte zum Beispiel ist da teilweise an solchen Projekten beteiligt, die die Umwandlung von Büro in Wohnraum wieder vornehmen. Und auch der Leerstand von Wohnraum, Herr Abg. Siebel, spielt in den angespannten Wohnungsmärkten quasi keine Rolle. Sonst hätten wir da überhaupt keine Mietpreisbremse verhängen können, landesseitig. Vor allem im Ballungsraum haben wir Leerstandsquoten, die für einen funktionierenden Wohnungsmarkt sogar viel zu niedrig sind, nämlich unter 3 %. Sonst hätten wir keine Mietpreisbremse und keine Kappungsgrenze machen können. Also, da passt Ihre Argumentation auch nicht zusammen. Wir haben keinen nennenswerten spekulativen Leerstand. Und dass man
und dass man keinen nennenswerten spekulativen Leerstand. Ja, das ist so. Und wenn Sie argumentieren in Ihrer Problemaufriss Ihres Gesetzentwurfs, dass Wohnungen von Miet in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, dann mag das so sein. Aber wir haben deswegen extra die Kündigungssperrfristverordnung verlängert, das den Mieterschutz dann erst einmal garantiert. Und auch da ist es so, dass das keine Zweckentfremdung im eigentlichen Sinn ist, weil auch in Wohnungen leben dann Menschen. Ja, es wird nicht in Büroraum oder in Gewerbefläche umgewandelt. Meine Damen und Herren, wir haben relativ viele Instrumente jetzt in dieser Wahlperiode auch entweder erneuert oder neu eingeführt. Die Kappungsgrenzenverordnung, die Mietpreisbremse, die Kündigungssperrfristverordnung, die Fehlbelegungsabgabe, über alles haben wir ausführlich schon debattiert. Wir haben die soziale Wohnraumförderung weiterentwickelt, die Förderkonditionen verbessert. Wir tun alles dafür, dass in Städten, vor allen Dingen im Ballungsraum, bezahlbarer Wohnraum zusätzlich entsteht. Aber ich sage ganz deutlich, wir brauchen auch die Kommunen, die nachverdichten und Bauland ausweisen. Es können sich auch nicht die Kommunalverantwortlichen wegducken nach dem Motto, das ist den Nachbarn aber nicht recht, wenn da noch ein Wohngebäude entsteht mit Mietwohnungen. Also, das ist auch eine Frage, die die kommunale Selbstverwaltung auch selber eigenständig lösen muss. Wir helfen Ihnen gerne dabei auf vielerlei Art, aber da gibt es auch Rollen und Verantwortungsteilungen. Von daher sitzen wir auch in der Allianz für Wohnen zusammen, um solche Blockaden auch aufzulösen. Also, zu guter Letzt, auch wenn Sie ihn neu eingebracht haben, verändert, damit Sie Ihren Wunsch und Ihre politische Forderung noch einmal dokumentieren. Ich seitens der Landesregierung kann dieser Forderung jedenfalls nichts abgewinnen. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, es liegen mir jedenfalls keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann kommen wir zur Feststellung, dass die erste Lesung vollzogen ist und wir zur weiteren Beratung und Vorbereitung der zweiten Lesung den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE in den zuständigen Ausschuss, den ULA, überweisen. Dem widerspricht keiner. Ist das so beschlossen?